Montagabend, Engel des Friedens. Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten, mein Geist ist in Einheit mit dem himmlischen Vater, mein Körper in Einheit mit der irdischen Mutter, mein Herz in Harmonie mit meinen Brüdern und Schwestern, den Söhnen und Töchtern der Menschen, und ich widme meinen Geist, meinen Körper und mein Herz der heiligen, reinen und rettenden Lehre. Friede, Friede, Friede. Engel des Friedens, sei immer mit uns. Die Erde soll erfüllt sein von Frieden des himmlischen Vaters, wie das Wasser das Meer bedeckt. Ich werde den Friedensengel anrufen, dessen Atem freundlich ist und dessen Hände Kraft haben. In der Herrschaft des Friedens gibt es weder Hunger noch Durst, weder kalten Wind noch heißen Wind, weder Alter noch Tod. In der Herrschaft des Friedens werden sowohl Tiere als auch Menschen unsterblich sein, Wasser und Pflanzen werden unsterblich sein, und die Nahrung des Lebens wird niemals versagen. Es heißt, dass die Berge den Menschen Frieden bringen sollen, und die kleinen Hügel Gerechtigkeit. Es wird Frieden geben, solange Sonne und Mond in allen Generationen bestehen. Frieden wird wie Regen auf das Gras niedergehen, wie Schauer, die die Erde mit Wasser begießen. In der Herrschaft des Friedens wird das Gesetz stark werden, und die Kinder des Lichts werden herrschen von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde. Die Herrschaft des Friedens hat ihren Ursprung im himmlischen Vater. Durch seine Kraft setzt er die Berge, macht den Morgen und den Abend, damit ihr euch am Licht erfreut, er bringt den Fluss des Gesetzes auf die Erde, um ihn zu wässern und zu bereichern, er macht die Erde weich durch den Regen, der auf die Weiden und die Wüste niederfällt, und die kleinen Hügel erfreuen sich überall. Die Weiden sind mit Herden bekleidet, die Täler sind mit Getreide bedeckt und rufen vor Freude und singen, O himmlischer Vater, bring die Herrschaft des Friedens auf deine Erde. Dann werden wir uns an die Worte dessen erinnern, der die Kinder des Lichts lehrte, Ich gebe eurem Körper den Frieden eurer irdischen Mutter und eurem Geist den Frieden eures himmlischen Vaters. Und der Friede beider soll unter den Menschensöhnen herrschen. Kommt zu mir alle, die ihr müde und beladen seid, denn mein Frieden wird euch stärken und trösten, denn mein Frieden ist voller Freude. Deshalb grüße ich euch auch immer auf diese Weise, Friede sei mit dir. Begrüßt auch ihr euch immer so, damit auf euren Körper der Friede eurer irdischen Mutter und auf euren Geist der Friede des himmlischen Vaters herabsteigen kann. Und dann werdet auch ihr untereinander Frieden finden, denn das Königreich des Gesetzes ist in euch. Und kehrt zu euren Brüdern zurück und gebt auch ihnen euren Frieden, denn gesegnet sind die, die nach Frieden streben, denn sie werden den Frieden des himmlischen Vaters finden. Und gib jedem deinen Frieden, so wie ich dir meinen Frieden gegeben habe. Denn mein Frieden ist von Gott. Friede sei mit dir. Nun schließt eure Augen und im Schlaf vergegenwärtigt euch des Engels des Friedens in allem, was lebt, in allem, was ihr tut, in jedem Wort, das ihr sprecht. Denn Frieden ist der Schlüssel zu allem Wissen, zu jedem Geheimnis, zu allem Leben. In der Herrschaft des Friedens gibt es weder Hunger noch Durst, weder kalten noch heißen Wind, weder Alter noch Tod. Wo es keinen Frieden gibt, da regiert die Finsternis. Und die Kinder der Finsternis möchten den Frieden der Kinder des Lichts fortnehmen. Geht deshalb in dieser Nacht zu dem goldenen Strom des Lichts, dem Gewand des Engels des Friedens, und bringt am Morgen den Frieden Gottes zurück, der über das Verstehen hinausgeht, damit ihr die Herzen der Menschen trösten könnt. Sucht daher den Friedensengel, der wie der Morgenstern inmitten einer Wolke ist, wie der Vollmond, wie ein schöner Olivenbaum, der Früchte hervorbringt und wie die Sonne, die auf den Tempel des Allerhöchsten scheint. Frieden wohnt im Herzen der Stille. Sei still und wisse, dass ich Gott bin.
Himmlische Kraft des Friedens, du bist der Schlüssel zu allem Wissen, zu aller Weisheit, zu jedem Geheimnis, zu allem Leben. Glücklich sind bereits die, die um Frieden ringen, denn sie werden den Frieden des himmlischen Vaters finden. Frieden ist die Frucht der Weisheit. Wo Frieden herrscht, ist Ruhe, denn Frieden wohnt in der Stille des Herzens, bleibt friedvoll, auch wenn Unruhe die Oase des Friedens umgibt. Wo Frieden regiert, kann sich das heilige Gesetz in seiner Schönheit entfalten.